Willkommen zurück zu Spooky Jumpscare Mansion HD. Wir sind im letzten Part bis Raum 700 gekommen und jetzt versuchen wir mal flux zu 800 zu kommen. Und dann haben wir nur noch jetzt insgesamt 300 Räume vor uns. Und darauf freue ich mich schon. Aber erstmal müssen wir ja durch die ersten Räume durch. Mal gucken, was uns hier jetzt in den nächsten 100 Räumen erwartet. Ich folge immer dem rechten Pfad. Oft auf jeden Fall. Ja, was gibt's so Neues? Das ist eine gute Frage. Was hier? Oh! Oh! Wir können Videospiele spielen. Cool! Spooky Card! Oh, geil! Geil! Das ist ja cool! Yeah! Wir können spielen! Minispiele! Klasse! Spooky Card! Yeah! Das ist ja klasse! Wow! Damit hätte ich ja. Jetzt ja. Oh! Boah, boah, boah! Hätte ich ja jetzt gar nicht mitgerechnet. Was muss ich hier machen? Ich muss doch hier nur fahren, oder? Dann muss ich die Autos wegrammen. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja klasse hier. Minispiele. Boah. Okay. Okay. Passiert hier auch noch was anderes? Dann muss ich die kleinen Dreiräder da wegwemsen. Ich wemse mal. Okay, ich muss vielleicht. Ich versuche die mal alle wegzuwemsen. Da kommen wir dann vielleicht halt. Okay. Aber anscheinend, ja, ist ja nur ein kleines Minispiel. So, jetzt, wir wollen uns jetzt auch nicht allzu lange damit aufhalten. Ich weiß ja nicht, was. Ja. Naja, okay. Okay, gucken wir uns das nächste Mal an. Ach, wir kommen da jetzt gar nicht weg. Wir können zwar umgucken, aber wir kommen nicht weg. Ah! Muss ich jetzt hier tatsächlich die Zeit runterlaufen lassen? Für weg! Ich will hier weg! Okay, das geht gerade nicht. Bin ich zu gut für dieses Spiel, oder? Wollen sie mich hier nicht weglassen? Ah. Geht nicht. Okay, dann lassen wir ein bisschen die Zeit runterlaufen hier. Hi Spooky Car, was gibt's denn noch? Das würde mich ja interessieren. Dass man sich hier so mit aufhalten kann. Rückwärts könnte man auffahren. Aha. Wir lassen jetzt einfach die Zeit runterlaufen. Dann wollen wir gucken, dass wir vielleicht noch das nächste, noch ein anderes Minispiel angucken. Jetzt, wo sie ja nicht mehr out of order sind, sieht das ja ganz interessant aus. Ach man, noch 15 Sekunden. Ich glaube, das könnte man wirklich ein paar Stunden spielen. Ohne Probleme. Aber davon habt ihr ja nichts. Wir wollen in Raum 800 und hier nicht bei Spooky Card unsere Zeit verplempern. Das war's. So, jetzt müssen wir. Was haben wir noch? Mall of the Spook. Okay. Und Mrs. Spook. Ein Backman. Alles klar. Und Out of Order. Aber wir gehen mal weiter. Vielleicht beim nächsten Mal. Dass wir uns dann ein anderes angucken.
Ich habe jetzt mich mal bewusst für den linken Weg entschieden. Weil sonst immer rechts ist ja auch immer langweilig. So, 710. Oh, was passiert jetzt? Ist ja in letzter Zeit immer so, dass in den 10er-Räumen dann irgendwas passiert. Taste the Beef. Was sind wir denn jetzt hier? Sind wir im Laden? 100% Beef. Da liegt auf jeden Fall irgendwas. Toiletten sind da auch. Ein Zettel. First, I was anxious getting a job here at first, but. Ich muss hier mal so ein bisschen hin und her gehen, weil sonst sterben wir. Das wollen wir ja nicht. Like things are getting better, this chain is really expanding, which is a shock, because just last week I heard this company was going broke. Every day more and more people show up to eat here. Something still sets me off about this place and it's foot sore, tough. So I'm going to try and not eating anything from here. Also ich war sehr erfreut, hier einen Job zu finden. Aber die Leute hier wurden immer mehr und immer komischer. Weil ich möchte hier nichts essen. Second, today was a weird day. Das war ein komischer Tag. The average number of orders continues to rise as it has been, but I don't know about the number of people. Today I saw someone use the drive-through and order a lot of food for one person, and then about 10 minutes later they were back. They ordered the same exact meals and then they left again. Then after another 10 minutes they were back again. Maybe they're just delivering food for a party or a hotel, but it worries me for some reasons. Also im Groben und Ganzen stand da jetzt, es war ein komischer Tag und in der oder ein sehr verrückter Tag. Alle 10 Minuten kam im Drive-In einer vorbei und hat immer dasselbe bestellt. Gucken wir uns mal die Frauentoiletten einmal an. Ob hier noch irgendwas ist. Ein Spiegel. Oh, da war irgendwas zum Lesen. 3. Well, I broke my one rule today. The management does give out actual lunch breaks. So I can't go anywhere and they won't allow outside food here. I mean, they actually screamed at last customer who did that. Anyway, I had a burger, it wasn't bad and I don't feel sick, so I might get a few every now and then. Also, am dritten Tag, Toilette, zweidimensional, ein Schlüssel. Also, was stand jetzt also auf dem Zeitbrief, also alle 10 Minuten und er hat halt die Vermutung, dass es für ein Hotel oder für eine Party ist, aber es kam immer nur einer und bestellt immer dasselbe. Und hier beim dritten hat er sich einfach mal eine Frühstückspause gegönnt und hat da einen von diesen Burgern probiert. Er fühlte sich nicht krank und oh, das ist gebrochen. Und er fühlte sich halt relativ okay. Fun Rules. Wollen wir jetzt da mal hingehen? Ja. Entrance. Shoes. Da lag. Ah, hier liegt noch ein Zettel. Vierten, das ist verrückt. I had a dream last night about this restaurant. I know I was here, but I also felt like I was in another place at the same time. Everything looked so wrong. Nothing ha was the right size, and I kept hearing the strange animal noises. Almost like wailing. I guess I just feel guilty for eating that burger the other day. Also the day I saw that man again, the one who kept ordering every 10 minutes. This time he never even left the parking lot. He just got his meal, parked and then got back in line. He must have done it at least eight times before he left. Also, hier steht im Groben und Ganzen, dass er sich schuldig fühlt, dass er diesen Burger gegessen hat und dass er sich irgendwie, dass er einen Traum hatte, dass er in einem anderen Restaurant war, zur selben Zeit, aber es hatte nicht die richtige Größe. Dann hörte er diese komischen Tiergeräusche,
Ich muss mich immer mal wieder bewegen, nicht, dass wir sterben. Entschuldigung. Und ja, so ein Wailing. Also er fühlt sich halt dadurch auch schuldig. Und dann war wieder der Typ vom vorigen Tag, vom Tag 2 da, der alle 10 Minuten kam. Und diesmal parkte er, holte sich sein Essen, parkte und stellte sich wieder an. Das hat er circa 8 Mal gemacht. So, wollen wir mal hier reingehen? Ich glaube ja. Gucken, was uns hier erwartet. Ah, noch ein Zettel. 5. Da war ein schrecklicher Unfall. Ich musste es dem Manager erzählen. Einer von diesen Angestellten brachte das Essen nach draußen und fing einen Kampf mit dem Manager an. Der Angestellte sagte, dass die Burger hier riechen wie Sulfur. Als ich I then watched the manager grab the kid's neck. Also, als ich sah, dass der Manager von dem Angestellten den Nacken greift und packte seinen Kopf auf den Grill. Der Angestellte sprang auf und rann raus, bevor er irgendwas anderes versuchen konnte. Und ich bin war ein bisschen wehen gerade. Und das I'm told that he is fine. Ah, siehste, das meine ich nämlich. Wenn man sich zu lange stillsteht oder sich nichts bewegt, dann kann ich mal in Ruhe lesen hier. Furchtbar. Auf jeden Fall, da stand dann halt, dass alles gut ist bei ihm. Müssen wir hier wieder ganz schnell die 10 Räume. Diesmal lassen wir vielleicht auch die Sachen links liegen. Das finde ich mal gemein, dass du nicht in Ruhe lesen kannst, dass du selbst dann stirbst und einfach stehen bleibst. Na, offen. Öffnen. Ja, wir haben ja jetzt schon einiges gesehen. Ich glaube, wir müssen den Schlüssel nochmal aufheben. Sind ja gestorben. Aber die paar Räumchen jetzt. Es war jetzt nichts Böses, aber es ist halt dieses. Nur weil du stehen bleibst, bist du tot. Nur weil du in Ruhe die Zettel liest. Weil ich lese ja schnell, aber das Übersetzen dann auf die Schnelle ist dann halt doch. Das zieht sich dann. Erst die Frage, ob ihr das überhaupt übersetzt haben wollt oder ihr für euch das selber übersetzen wollt. Könnt ihr ja in den Kommentaren vielleicht mal hinterlassen für spätere Spiele, weil das werde ich in diesem Spiel wahrscheinlich nicht mehr ändern können, weil heute so die letzte Aufnahmesession davon stattfindet, hoffe ich. So. Wo waren wir? Wir waren hier. Jetzt ist verschlossen. Okay. Da brauchten wir einen Schlüssel aus der Toilette. Aus der Damentoilette. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt müssen wir da auch reinkommen. Kommen wir denn da rein? Ist verschlossen. Okay, da brauchen wir einen anderen Schlüssel für. Und Enter. Also, hier können wir auch gar nicht schnell gehen. Genau, und I'm told that he is fine, but the really shook. Okay, und dann sagte er halt, alles ist gut und war. Und das schockte mich aber trotzdem den Tag. Müssen wir uns in diesem kleinen Labyrinth so ein bisschen. Gucken, wie wir da hinkommen. Okay, ein Spiegel. Was ist ein Spiegel? Diese Musik finde ich komisch jetzt. Oh. Ein Zettel. I'm leaving. Ich guck mir das gerade mal. I feel asleep in my car today after eating one of those burgers. I remember brief flashes of a man or animal coming toward me and feeling like some huge, lumbering, then wailing from deep underground.
As I continued eating, when I woke up I was fine, but had veered off the road. I don't know if it's some weird allergic reaction to a preservative they use, something much worse. This is my last day. Okay, also im Prinzip stand da jetzt drinne, dass er schon wieder einen Traum hatte, vom wo er einen Burger gegessen hat. Und wo er diese komischen Tiergeräusche gehört hat und halt Schuldgefühle hat. So im Groben und Ganzen. Raum 710 sind wir immer noch. Jetzt haben wir hier den nächsten Schlüssel. Müssen wir jetzt wieder zurück oder kommen wir dadurch wieder dahin? Achso, Exodus, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir immer noch locken. Okay. Wofür brauchen wir denn den Schlüssel? Und da kommen wir. Da waren wir auch schon drin. Ach, da ist ja noch eine Tür. Oh, hier ist das Fleisch. Und der nächste Schlüssel. Ah! Fuck! Ah! Blödes Viech! Kommt einem direkt auf einen zu hier. Und jetzt habe ich keine... Okay. Ah. Geh weg! Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Da ist kein... Da! Oh! Wo ist die Tür? Oh! Ich habe sie nicht gesehen! Wie gemein, ich habe sie nicht gesehen. Ist jetzt nicht so, aber sieht schon geil aus. Ist jetzt nicht so gemein, aber... geht eigentlich. Hä? Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Nein, ist sie auch nicht. Ah! Nein, nein, nein. Hä? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Hä? Wo sind wir denn jetzt hier? Laufen wir hier im Kreis? Hä? What? Okay, probieren wir nochmal. Dass man sich da auf einmal noch verläuft, ist ja... Mann, Mann, Mann. Orientierungen sind wie ein Toast. Weil jetzt haben wir so ziemlich alles gesehen. Jetzt müssten wir ja relativ zügig durchkommen. Hoffentlich. Ah, hier ist schon wieder Computer. Kann man jetzt auch einen Patch raus? Da ist er. Was müssen wir denn? A floating red fixture that was found inside a secret area below a large abandoned corporate office once owned by a restaurant franchise. The spill is violent and also seems to leave the house. Victims vanish on contact with the testing chamber days later. Proved not affected as victims souls do not remain after contact. Okay. Wie man sieht, haben wir jetzt zumindest was zur Orientierung hier drauf. Es kam nämlich ein neuer Patch raus und so ein paar Sachen verbessert. Das ist blöd, wenn man auf einmal die Orientierung dann verliert. Aber jetzt wissen wir ja Bescheid. Da achtet man gerade auf ganz andere Sachen, was so bei
noch so passiert und dann taucht da wieder sowas auf. Ah, wieder so ein, mein Lieblingsraum. Endlos lange. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, schon, eigentlich jetzt schon bei Raum 800 zu sein, aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Aber wir machen heute mal ein bisschen länger als sonst. Vielleicht schaffen wir es ja. Jetzt auf Anhieb. Ansonsten müsste man halt doch nochmal neu anfangen. Aber, was heißt neu anfangen? Also, neuen Part machen. Aber, euch wird es wahrscheinlich nicht stören. Habt ihr noch ein bisschen länger Spaß? So. Wenigstens kennen wir jetzt alles und können uns hier einmal durchbeeilen. Wir können ja mal diesen Weg gehen. Ich glaube, die Wege führen immer hier zum Ziel. Wir müssen halt nur den Schlüssel finden. Nochmal, wo war der denn? Wo war denn nochmal der Schlüssel? War der hier rechts? Hier war das zum Lesen. Da war das Komische. Ach, da ist er ja, der Schlüssel. Zup. Und jetzt können wir uns ja ein bisschen beeilen. Können uns jetzt noch beeilen. Aber jetzt sollte man doch dann so langsam. Da lag der Schlüssel, so. Jetzt kommt nicht das Monster schon. Ist die Frage, ob man jetzt hier. Ja! Man sollte da mal stehen bleiben, dann geht man der ganzen Sache so ein bisschen aus dem Weg. Aber diesmal versuche ich mich mal nicht kriegen zu lassen von dem Monster. Ich krieg gerade schon wieder Entenpelle hier. Ich laufe natürlich wieder komplett falsche Richtung. War klar. Aber. Nein! Falle! Ah! Aber da muss doch eine Tür gewesen sein. Da war doch eben keine Tür, oder? Ah! Auf einmal sind da keine Türen mehr. Was soll das denn? Obwohl da Türen sein müssten. Habt ihr gesehen? Die verschwand da auf einmal. Oh nein! Jetzt sehe ich hier auf diesem langen Stückchen, oder? Oh Mann. Wo ist er denn? Da kommt er angeflogen. Zum Glück ist hier manchmal Gehen schneller als Fliegen. So fies, dass die Türen hier verschwinden. Bei dem. Kein Wunder, dass man sich auf einmal. Ich glaube, wir haben ihn abgehangen. Abgehängt, abgehangen. Amen. Sind wir los? Ich glaube ja. Das war ja was gerade. Kein Wunder, dass man sich verläuft, wenn auf einmal die Türen verschwinden. So, bin ich mal gespannt, was uns jetzt noch die nächsten knapp 70 Räume hier erwartet. Es kommt schon wieder komische Musik hier. Deswegen beeilen wir uns doch mal. Wie mein Lieblingsbild, you are here. Einer meiner Lieblingsräume mal wieder. Der mit dem langen Weg.
Jetzt haben wir schon knapp 25 Minuten Aufnahmezeit hier. Das wird diesmal wirklich ein längerer Part, weil ich wollte jetzt mich so ein bisschen auf beschränken, dass wir nicht mehr zu viele Parts machen. Dann werden sie halt ein bisschen länger, aber das wird euch ja nicht stören. So, da ist die Tür. Ah! Und dazu noch die Musik. Ah! Es ist auch, wenn es so ein Eiscremebecher ist, der so plötzlich aufpoppt, man erschreckt sich trotzdem. Bin ich mal gespannt. Oh oh. Mir schwant Böses. Da wieder dieses komische. Ja, dieses komische Verfolgungsvieh hier. Oh, shit. Shit, shit, shit. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Weg genommen. Nein, ich habe den falschen. Ja, ich weiß. Ja. Ich glaube, das war's. Mann! Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Part 700 oder irgendwas. Ich weiß es noch nicht.